diese Böden speichern unglaublich große Mengen an Kohlenstoff. Tatsächlich sind die Dinosaurier ja nicht ausgestorben. Da stehen ganz viele Tische drinnen, große Boxen mit unterschiedlichsten Sand, große Tonnen, wo wir Silikon drinnen haben. Da explodieren dann Tausende von diesen Nesselzellen und die Beutetiere sind sofort tot. Bei der Spektroskopie geht es prinzipiell um die Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung und Materie. Ich glaube ja nicht, dass wir aus der Geschichte lernen können. Schocks sind eben Vorgänge, die unerwartet sind. Das sind Krankheitserreger, die brauchen lebendiges Gewebe von ihrer Wirtpflanze, also töten die Pflanze eigentlich nicht. Die Chamäleons können tatsächlich die Farbe nicht so beliebig verändern. Spaß muss auch sein. Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Ohren. Wir entmystifizieren, was hinter den geheimen Labortüren unserer Universitäten passiert. Wir zeigen, wie wir als Gesellschaft von der Wissenschaft profitieren. Und wir erklären komplexe Zusammenhänge in verständlicher Sprache. Das ist der Greenhorn Science Podcast mit Felix Pick. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.